Hallo, ich bin Moritz Titel, und ich muss bitten, dass Sie das jetzt wirklich diskret behandeln. Und zwar, ich war so 17, 18 Jahre alt und bin damals mit meinem ersten Auto, blauer Trabi, eine rote Jogginghose besorgt, so ein Unterhemd, so ein weißes, und meine Haare ganz glatt an den Kopf geklatscht. In dieser Umkleidekabine war ich plötzlich konfrontiert mit gleichaltrigen Jungs, die ich alle nicht kannte. Das Umziehen allein war eine Pein. Verschüchtert, ein Schweiß, war ich da in einer Ecke und habe mich nicht getraut, mit irgendjemandem nur ein Wort zu wechseln. Nachdem ich diese ganzen Untersuchungen über mich ergehen habe lassen, die man da so über sich ergehen lässt, wurde ich schlussendlich in einen extra Raum gebeten. Herr Titel, was wollen Sie eigentlich? Ich will Panzer fahren. Ich will fliegen. Also einen Menschen erschießen, das könnte ich mir schon vorstellen, ja. Und ich will Fallschirm springen. Ja, Herr Titel, gehen Sie mal nach Hause. Und nach 3 Wochen hatte ich wirklich meinen Ausmusterungsbescheid.